Wir testen heute den GOAT, G-O-A-T von Aino. Ein Traube Minze, der eine TPD2-konforme, aber an eine echte Minze erinnernde Minznote hat. Da sind wir sehr gespannt. Das wäre nice, wenn das klappt. Ob das klappt, wissen wir nicht. Die ersten guten Nachrichten, beziehungsweise die guten Nachrichten in den schlechten Nachrichten, sind die schlechten Nachrichten. Es ist schon die neue Banderole drauf. Die guten Nachrichten, er kostet 19,90 Euro mit der neuen Banderole. Das heißt, das tut natürlich weh, dass der ein paar Euro teurer geworden ist, aber wenigstens ist er nicht so viel teurer geworden wie manch andere Tabakhersteller. Ja. Also, so eine super reale Minze ist es nicht. Also es ist nicht wie früher, sagen wir es so. Aber alte, originale, richtige Minze ist halt nun mal auch verboten, ne? Was willst du machen? Von der Traubennote her haben wir sehr süße Noten, aber auch ein paar saure Noten. Ich würde aber sagen, dass die süßen Noten fast überwiegen. Und ich würde sagen, ich starte mal die Turbine. Wir bauen uns jetzt schnell ein Köpfchen, weil drüber reden können wir lange. Aber was wir alle machen wollen, ist natürlich rauchen, ne? Und dann rühren wir das Gerät hier erstmal um, würde ich sagen. Auf jeden Fall schon mal ein sehr angenehmer Schnitt. Ja, einotypisch. Wir haben hier mal so ein paar kleinere Ästchen drin. Das ist jetzt nicht perfekt, aber das sollte uns nicht großartig stören. Ich sag mal, dafür, dass der Preis so in Ordnung ist und dafür, dass der Rest von der Tabakqualität gut aussieht, jucken mich die paar kleinen Ästchen jetzt nicht so sehr. Dann schnappen wir uns hier unseren Vandenberg V1. Dann packen wir hier mal immer ein bisschen Tabak rein. So. Ich werde den so auf Balkenkontakt rauchen, würde ich sagen. Ich will jetzt nicht kompletten Vollkontakt ballern, wenn ich den zum ersten Mal teste. Aber ein bisschen Kontakt muss schon drin sein. Vor allem, wenn wir hier jetzt einen Kopf Pure Virginia rauchen. Da muss ich sagen, da freue ich mich auch gleich auf den Blackburn. Weil so ein bisschen Dark Blend ist für mich schon eigentlich immer ein Muss. Aber wenn ich jetzt mir angucken will, wie der Traube Minze ist, dann macht das natürlich nur Sinn, wenn wir den erstmal pur rauchen. Ne? Sowas wie hier, ne? Diese kleinen Ästchen, die jucken wirklich gar nicht. Das eine größere, was ich eben auf der Gabel habe, da wäre mir es auch lieber, wenn es nicht drin wäre. Aber ich sag mal so, dann kannst du dir halt aussuchen, ob du dir einen Tabak mit ein paar kleinen Ästchen für 20 Euro kaufst oder ob du dir einen Tabak für 25 Euro ohne Ästchen holst. Weiß ich nicht, wo du da am Ende besser rauskommst. Da würde ich lieber, wenn hier ein paar Ästchen drin sind, würde ich lieber die paar Ästchen wegwerfen und dann ist gut. Was ich gut finde am Aino, die Tabakgröße, also der Schnitt und die Feuchtigkeit gefallen mir sehr gut. Ja, der ist feucht, aber nicht zu feucht und der Schnitt, ich meine, ihr seht es ja schon, wie schön ich hier bauen kann. Ah, die paar Ästchen, die stören doch so ein bisschen das Gesamtbild. So, wir brauchen Zewa. Einmal die Gabel sauber machen. Und einmal den Rand vom Kopf. Also er hat sich auf jeden Fall sehr, sehr easy bauen lassen. Das ist schon mal gut. Wunderbar. Ja, also Schnitt und Feuchtigkeit für einen Kopfbau ist schon sehr, sehr geil. Also da kannst du halt schöne Köpfe mit bauen. Das ist gut. Was? Aino im Chat oder was? Ach ja, da tatsächlich. Du hast jetzt eine Dose erwischt, die überdurchschnittlich mehr Rippchen als gewöhnlich bei uns hat. Finden wir auch nicht schön und haben das unserem Rohtabakhersteller bereits mitgeteilt. Nice. Also so muss man halt an Kritik rangehen, finde ich. So muss man an Kritik rangehen. Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem sehr verkraftbar. Und ich habe es geschafft, mir hier ein schönes Köpfchen mitzubauen. Und von daher wunderbar. So, gucken wir uns mal die Rauchentwicklung an. Kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Kühle ist richtig am Start. Also die kühle Note, es ist eine Cooling-Note und die merkt man auch krass im Mund. Also meine Zunge fühlt sich jetzt noch kalt an von den Zügen eben. Es schmeckt leicht minzig und es ist vielleicht die beste Cooling-Lösung, die ich bis jetzt probiert habe, aber es ist immer noch eine Cooling-Lösung. Ja, das heißt, es fühlt sich nicht an wie ein Traube-Minze früher. Geht halt auch nicht, weil es ja mittlerweile verboten ist. Minz- und Mentholverbot, TPD2, wissen wir ja alles. Aber für einen TPD konformen Minze, fertigen Traube Minze, ist er ziemlich gut. Ist auch sehr angenehm, die Kühle. Na, als ich eben einmal zu viel Hitze gegeben habe, wurde es ein bisschen kritisch, aber jetzt, wo sich der Kopf wieder eingependelt hat, läuft das Ganze wunderbar und es fühlt sich auch nicht so an, als ob die Minze irgendwie zu krank kicken würde oder so. Ist schon gut Minze dabei, aber so mag ich das halt auch. Soll ja auch ein Traube- und Minze-Tabak sein. Na, von daher gut. Die Traubennote. Traubennote ist ein bisschen ausgefallen. Es ist nicht so eine komplett klassische Traube-Minze. Ich würde sagen, dass es eher in die Richtung weiße Traube tendiert. Ja, es ist aber eine sehr süße weiße Traube. Oft bringt die eine sehr saure Note mit sich. Die haben wir hier aber nur so zum Teil. Ich würde sagen, so ein bisschen im Hintergrund. Aber im Vordergrund ist schon eine sehr süße Traube. Ich würde aber fast behaupten, dass damit mehr als nur Traube- und Minze-Aromen gearbeitet wurde. Entweder sind es Traubenaromen, die ich noch gar nicht kenne, oder da wurde noch das ein oder andere etwas reingemischt zum Verfeinern. Ich könnte euch nicht sagen, was, aber ich meine da noch so ein paar Noten rauszuschmecken.
Aber es ist nur so ein Touch. Eine schreibt, es sind mehrere Traubennoten, die wiederum einen eigenen Charakter haben. Okay, vielleicht sind da so ein paar Traubenaromen drin, die ich noch nicht so kenne. Mal gespannt. Das ist schwierig. Schwierig. Ist auf jeden Fall nicht einfach nur ein weiterer Traubeminze, schon ein relativ besonderer Traubeminze, würde ich sagen. Also eher süß, ein paar saure Noten zur Abrundung. Die Cooling-Note geht gerade so ein bisschen mehr zurück. Das ist ganz normal, ne? Die Cooling-Note verfliegt meistens als erstes. Dann hat man einen noch intensiveren Traubegeschmack. So, kurzes Fazit noch zum Aino Goat. Ich ziehe nochmal dran. Ihr seht, wir haben das Köpfchen mittlerweile durchgeraucht. Der ist schon auch eine gute Zeit lang an. Das wäre jetzt aber so von der Rauch- und Geschmacksentwicklung langsam das, wo ich sagen würde, da will ich ein neues Köpfchen haben. Ist ein leckerer Traube. Wer keine Lust auf Anmischen hat, definitiv gut. Vor allem der Preis macht ihn meiner Meinung nach aber attraktiv. Für ein 20 ist das eine sehr gute Alternative zu teureren Tabaksorten. Ist ein durchweg guter Traube Minze. Für mich persönlich, geschmacklich, ist natürlich unfair zu vergleichen, weil der Holster A deutlich teurer ist, aber vor allem mit dem Minzshot kommt. Das heißt, der umgeht ja so das Verbot von der echten Minze. Für Alternativen ohne Minzshot würde ich sagen, es ist von meiner Einschätzung her nach diesem Köpfchen mein Lieblingstraube Minze oder mein Lieblingstraube Cooling. Geschmacklich wäre mir der Holster immer noch ein wenig lieber. Aber der kostet 7 Euro mehr mit dem Shot. Ne? Also der Tabak kostet 5 Euro mehr. Plus der Shot kostet nochmal 2 Euro, sind 7 Euro mehr. Dafür hat man dann aber auch die echte Minze. Was euch am Ende des Tages lieber ist, das kann ich euch nicht sagen. Das müsst ihr wahrscheinlich selber wissen. Aber gutes Ding geworden.